Hallo! Willkommen zurück zu Sekiro. Ich bin auf dem Weg zur Schlossspitze und ist jetzt Dampfer Steve, alles klar. Haben wir Lex im Stream? Nee, oder? Weil die wären dann auch in der Aufnahme. Ist hier V-Sync jetzt aktiv oder was? Was ist hier los? Irgendwas stimmt nicht. Noch mal ein bisschen runter. Ich schraub's mal einfach ein bisschen runter. Wer jammert hier eigentlich? Ach so, du. Okay, auf dem Weg nach oben. Muss ich jetzt schauen. Muss ich jetzt schauen, dass ich ja, mit dir will ich nichts zu tun haben. Muss ich jetzt schauen, dass ich irgendwie oh, wie konnte ich noch mal? Ach so, rechter Trigger ist tauchen. Ja, okay. Dass ich so ein Leuchtfeuer bekomme. Du bist da, wo ich aufgehört habe? Ich glaube nicht. Also 13 Stunden, das würde mich doch irgendwie wundern. Dann bist du sehr gut. Aber doch, ja, das kann schon sein. Hier müsste doch, jawohl, genau. Einmal den wieder aktivieren. Ja, ihr interessiert mich eigentlich nicht hier. Ihr interessiert mich nicht. Ich brauche die Respawn-Punkte. Da unten könnte einer drin sein. Ah, hier ist die Tür nicht offen. Okay. An einem Miniboss. An welchem denn? An dem Bullen oder? Weil hier gibt's ja ein paar. Na, da bin ich, okay. Ja, der Speerdude und so, das ist storytechnisch noch ein Stück weiter hinten. Das ist kurz nach dem Bullen. Ich bin schon storytechnisch doch noch ein ganzes Stück weiter.
Lasst mich da hoch. Hä? Darf ich nicht? Von hier aus. Oder auch nicht. Dann muss ich darüber. Ja, es ist aber eine zähe Angelegenheit. Zeval! Danke für das Abo. Und hi, grüß dich. So, hier gibt's irgendwo... Von dir will ich nichts. Lass mich in Ruhe. Du hast einen Hund dabei, ich weiß. Wo war der Eingang? Hier war irgendwo ein Eingang. War das nicht auf der Höhe? Haben die zugemacht oder was? Ah ne, da drüben. Ach Jungs. Ach Jungs. Nee, von euch will ich doch eigentlich gar nichts. Was könnt ihr denn jetzt schon wieder für seltsame Sachen? Ach, das ist doch... Oh Mann, ey. Stehen zwei von denen hier. Nee, nee. Oh nee, ich muss gegen die kämpfen jetzt. Ach. Ist das ätzend. Lukas, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Gut, in dem Fall... Boah, weißt du was? Dann laufe ich halt von da unten. Schon wieder irgendein Miniboss, der mich da vom... Dann laufe ich halt von hier. Lass mich jetzt da hoch. Sepp, grüß dich. Hey, ich guck den da an. Ey, Spiel, ne? Dämliches Spiel. Unfassbar. So, jetzt. Wie? Muss ich dich nicht bekämpfen? Doch, ich muss dich bekämpfen. Warum muss ich nochmal mit dir labern? Ja, ist gut. Ich weiß Bescheid. Boah. Ah, das wird hart. Oh, ich habe nicht mal Zeit zu saufen. Der ist richtig knackig, ja. Davon gehe ich aus. Hallo, ich drück die ganze Zeit den Trigger, ne? Selbst bei diesen Dingern. Nervt das Spiel schon. Nee, hier komme ich nicht hoch. Nimm einfach den nächsten, der irgendwo zu sehen ist. Meine Fresse.
Das muss ich jedes Mal muss ich ihn anlabern. Why, boy? Enough talk. Been a while since we did this. Give me your. One. The parent is absolute. Their will must be obeyed. I'm sensing some insubordination. Wieso darf ich nicht saufen? Och Mann, jetzt habe ich hier so einen dummen Statuseffekt. Geht das weiter mit dem Quatsch in dem Spiel, ey? Du glaubst es ja nicht. Ich versuch's gleich nochmal, Hoppelhase. Ich dachte, ich hätte es probiert, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, Sepp, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Ich muss nur dem Scheiß ausweichen. Schon unerhört, ja. Ja, er packt sein Schwert weg und ich kann nicht angreifen, nee. Muss ihn jedes Mal anquatschen. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Nein, ah, fucking hell. One. The parent is absolute. Their will must be obeyed. Yes, I'm sensing some insubordination. Sieht, was man selbst immer mit den anderen macht. Ich mache mit den anderen solche Sachen nicht. Dein Markenzeichen, Techniken einzusetzen, die dich nerven. Okay. Ich bin genervt. Instant. Ach, jetzt darf ich da nicht hoch. Ich muss mal schauen, ob ich einen anderen Weg hierhin finde. Die zweite Lebensleiste, ja, ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt. Aber bis jetzt, also ich muss sagen...
kann man schon machen. Warum? Gibt's noch irgendwo einen anderen Boss, wo ich mal so zwischendurch hin kann? Habe ich irgendwas? Also außer die zwei Boys, die unter ihm stehen, weil gegen zwei gegen einen, weiß ich nicht, mag ich nicht. Bin ich nicht so der Freund von. Ich hab doch gerade das Ding links angeguckt. Dieses Spiel, ne? Mit Ninjutsu übernehmen. Was ist ein Ninjutsu? Oh, warte mal. Wie funktioniert das? Was muss ich dafür drücken? Das hier. Fliehen sollen jemand aus dem Reich hätte fliehen sollen zu bleiben. Eine Marionette wird sich nach dem Willen ihres Meisters bewegen, doch letztendlich werden ihre Fäden reißen. Dafür muss ich aber erst einen der beiden besiegen, wenn ich das richtig verstehe. Ah. Verstehe. Ja. Oh je, wie komme ich da hin? Ich weiß, den anderen Zugang, ja. Wo war denn der noch? War das nicht auch hier irgendwo? Aber hier komme ich nicht mehr rein, dann muss ich unten rein. Aber unten stehen auch fünf Boys. Hier unten stehen doch fünf Boys. Hi. Wo war dieser andere Eingang? Wo war dieser andere Eingang? Weil unten ist auch offen, aber oben? Ich glaube nicht, dass der offen ist. Tatsächlich. Weil das war doch hier eigentlich direkt, oder?
War das nicht hier irgendwo? Hm. Ah, da. Da ist der Eingang. Okay, alles klar. Let's go. Okay, danke für den Hinweis, Sepp. Sehr wichtig an der Stelle. Ah, jetzt stehen hier natürlich andere Boys. Warte, warte, warte. Lasst mich kurz. Jetzt hat. Da. Jungs? Okay. Hallo, anvisieren, danke. Alter, du kriegst echt zu viel, ne? Okay. Ach so, ich bin tot. Okay. Okay. Trotzdem relativ nervig. Friendly Fire. Ja, das habe ich ja auch bemerkt, dass der andere mich auch treffen kann. Aber das ist angenehm so. Trotzdem ist das, sind das nervige Säcke. Alter! Danke, geh lieber auf den.
Okay, ich durfte nicht schlagen. Warum auch immer. Dreimal auf Schlagen gedrückt, nicht ein Hit ist rausgegangen. Ah, zu früh den Mikiri-Konter gedrückt. Ah. Ah, ich hänge hier an irgendeiner Ecke fest. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber die beiden, die will ich jetzt kriegen. Das ist ganz cool mit diesem Marionettending. Die machen ja beide das Gleiche, ne? Ups. Ups. Scheiß Gift, Alter. Ach, das dämliche Gift hat mich gekillt. Hallo? Nee, greif doch mal den Kumpel jetzt an! Hoppla. Ich sehe nichts. Man hat über die Hälfte vom Leben, ne? Und er macht einen Tritt. Er tritt mich. Er trifft mich nicht mal mit dem Schwert. Ah. Eine Stunde gepennt. Thorsten, danke fürs Lurken.
What? Oh, mit diesem dämlichen lila Zeug am Schwert ist halt nichts erkennbar, ne? Es ist nichts erkennbar. Okay. Okay. So. Ach, der steht ja immer noch hier. Oh, okay, nee, das ist aber egal in dem Fall. Ei, ich will nicht mit dir reden, ich will dich kloppen. Ich will dich kloppen. Why? Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Scheiße. Okay.
Wow. Mist. Jetzt hätte ich mal, zumindest die erste Phase war ich ganz gut jetzt dabei. Lohnt sich das, den hier jedes Mal abzumurksen? Ja, wahrscheinlich. Ich krieg dadurch ja... Kann ich den mit hochnehmen? Kommt der mir hinterher, wenn ich... Krieg dadurch ja jedes Mal Dingens hier ein bisschen mehr. Wiederauferstehung. Why? Why, boy? Been a while since we did this. Gut, das machen wir nochmal. The parent is absolute. Their will must be obeyed. Das machen wir noch einmal. Achso, ich wollte ihn ja killen, ja. Kommt der hier mit hoch? Das wäre natürlich witzig, wenn ich den mitnehmen könnte, ne? Aber der wird wahrscheinlich despawnen, wenn ich hier in diesem Gespräch war. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Ich drück sogar ein zweites Mal, ne? Viel Spaß oder sollte ich Erfolg sagen? Wir können nur hoffen, dass ich irgendwie beides finde in dem Spiel. Aber der ist hier, der scheint ganz cool zu sein. Ich dachte, er macht ein bisschen mehr Unsinn, aber in der ersten Phase ist es okay. In der ersten Phase ist es okay. Das kriege ich hin. Der ist nicht so... Nicht ganz so krass. Da war der erste, der Genichiro, der war hier heftiger. Also zumindest die erste Phase bereits war ein bisschen heftiger vom Genichiro. Thorsten, dir auch einen schönen Tag dann noch. Oder viel Spaß, Erfolg bei was auch immer du machst. Schön, dass du da warst. Why? Enough talk. Been a while since we did this. Ich versuch's immer wieder und kassiere eine, ne? Ich verstehe nicht, warum ich da jetzt den nicht blocken konnte, nachdem der erste geklappt hat. Das geht mir nicht rein. Ich hab's schon wieder probiert. Ich hab's schon wieder probiert. Thank you.
Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Wann geht denn der Effekt wieder weg? Wie lange muss ich im Kreis rennen, bis der Effekt wieder weg ist? Dass ich mich heilen kann? Wie lange hält der an? One. The parent is absolute. Their will must be obeyed. Yet. I'm sensing some insubordination. Ich glaube, ich spam auch immer noch zu sehr den Abwehren-Button, weil ich versuche, den perfekten Block zu treffen. Und innerhalb zwischen diesen Spams kann er mich treffen. Das ist dann kein normaler Block oder sonst was, sondern das ist dann gar kein Block. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ich glaube, ich sollte das nicht spammen. Den Stich. Ja, gucke ich mir mal an. Okay. Hoppla, war die falsche Taste. Absolute. Their will must be obeyed. Yes, I'm sensing some insubordination. No more than a stray dog. Da war ich jetzt, obwohl ich wirklich nicht so richtig in dem Nebel drin war von der Bombe, habe ich den Debuff trotzdem bekommen? Bin mir mit der Reichweite von diesem Debuff noch nicht ganz sicher. Ja, das ist aber auch so ein From Software-Ding, ne? Dass Bosse manchmal eine höhere Reichweite haben. Oder halt... Nebel macht Schaden, so, keine Ahnung. Solche Sachen. Seltsame Reichweiten. Hitboxen. Manchmal schwierig. Weiß nicht, warum der Nebel mich da dann... Ja, muss halt einen Ticken weiter weg, als man denkt. Schwierig, ist blöd zu sehen, finde ich. Finde ich doof anzuschauen dann, dass ich jetzt von hier in den Nebel reinkomme, wenn's dumm läuft. Gut, so viel zum Stichangriff. Ah, das war zu früh gesoffen jetzt.
Ja, das Sepp, das habe ich schon verstanden, was er da gemacht hat. Das habe ich schon erkannt, was er da macht. Ja. Der Kampf ist okay. Aber die bisherigen Bosskämpfe, so die ersten drei, waren einfach richtig geil. Die haben richtig Bock gemacht. Ich weiß nicht, bei ihm fühlt sich nicht so cool an. Drück mehrfach. Ich drück und sogar bevor der Hit bei mir ankommt mit seinem Fuß, drück ich auf den Knopf, aber... Der erste war ein perfekter Block, danach habe ich nochmal gedrückt, um einen zweiten perfekten Block zu kriegen. Hat aber das Spiel irgendwie dann doch nicht so richtig interessiert. Ob ich da zu spät oder zu früh dran war, war jetzt auch überhaupt nicht zu erkennen, weil es doch relativ zügig da passiert, sehr schnell ist. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Du blöde Arschgeige, ey. Ich drück. Ach so, ich habe kein Dings mehr. Okay. Oh, wow. Da kommt nicht mal eine Info, wenn er das macht. Was ist denn das für ein Angriff? Ah, das macht er, wenn meine Haltung bricht, okay. Das heißt, ich kann dagegen sowieso nichts tun.
Ach, scheiße. Falsche Taste gedrückt. Dass ich den jedes Mal anlabern muss. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. One. The parent is absolute. Their will must be obeyed. Ich weiß. Why? Why, boy? Been a while since we did this. Give me your all. Ja, ist halt deine Fresse, Alter. Oh, ja, meine Güte, Monoskill-User. Kommen Sie bitte mit. Kommst du hier bitte mit? Komm her. Hier durch. Komm. Hey, komm her. Ach, er will nicht. Schade. Kann wohl nicht mehr hüpfen, nachdem er tot ist. Unthinkable. Why? Why? Enough talk. Been a while since we did this. Genug geschwätzt. Da Hanne, genug geschwätzt. Das war dumm von mir. Kein schöner Block. One. The parent is absolute. Their will must be obeyed. Yet, I'm sensing some insubordination. Drück, nee, okay. Drück. Saufen wollen. No more than a stray dog after.
Nur damit ihr wisst, wann ich drück, versuche ich das jetzt gerade hier mal verbal auszudrücken, weil das seht ihr ja aktuell nicht. Vielleicht sollte ich mal einen Overlay reinpacken, das den Controller ausliest. Vielleicht ist auch erkennbar, was ich dann falsch mache. Warum manchmal Blocks funktionieren und manchmal nicht und keine Ahnung, irgendwie bei jedem Gegner alles seltsam ist und immer wieder anders. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Ich drück halt, ne? Ich drück halt wirklich. Das ist kein Scheiß. Da, ich hab schon wieder gedrückt. Im Moment des Treffers, kurz bevor er mich treffen würde, drücke ich eigentlich hier die Verteidigen-Taste, aber... Drück, drück. Absolute. Their will must be obeyed. Yet, I'm sensing some insubordination. No more than a stray dog after all. Ja, keine Ahnung. Schnauze. Ja, ich weiß. Ich weiß. Undenkbar. Drück, drück, drück. Drück. Drück, drück, drück. Gut, Haltung gebrochen. Okay, da war meine Haltung gebrochen. Drück, drück. No, shit. Naja, ist eh jetzt vorbei. Drück, drück. Drück, drück, drück. Drück, drück, drück. War schon wieder meine Haltung gebrochen, oder was? Tja. Unthinkable! Why? Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Wie ich diese Taste drücke und nichts passiert. Zweimal gedrückt. One. The parent is absolute. Their will must be obeyed. Yet, I'm sensing some insubordination.
war schon wieder einer dabei, der nicht zählen wollte. Ich weiß nicht, ob ich manchmal länger brauche, die Waffe hochzuheben oder sonst irgendwas. Ich verstehe es nicht. Ich krieg's nicht in meinen Kopf rein, dieses Spiel. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Da war ich eigentlich... Vorhin war das ein gutes Timing, jetzt war es kein gutes Timing. Genau derselbe Move, den er gemacht hat. The parent is absolute. Their will must be obeyed. Yet, I'm sensing some insubordination. Wow. Oh, wow. Ja. Das ist schon wieder dieses, okay, ich mach eigentlich, würde ich sagen, mache ich alles richtig, aber irgendwie funktioniert's nicht. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert es in manchen Situationen dann nicht, dann kriege ich ein bisschen Schaden und das löst dann so einen Domino-Effekt aus. Why, boy? Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Ach, kannst du bitte mit deinem Scheiß aufhören? Wieder das gleiche wieder. Ich drück eigentlich in dem Timing, in dem ich immer drück bei der Attacke, jetzt gerade eben auch wieder. Aber aus irgendeinem Grund trifft er mich zwischendrin. Ich weiß nicht warum. Ich hab schon wieder in dem Timing gedrückt, wie es vorhin eigentlich okay war. Diesmal war es wieder nicht okay.
Ich muss ja auch irgendwie reagieren, ne? Ich meine, ich drück, sobald ich sehe, dass er was tut. Keine Ahnung. Ich klinge wie eine alte, kaputte, ausgeleierte Schallplatte. Ich habe keine Ahnung, was, warum, wieso, weshalb. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll, ne? Das... Letzte Woche war cool. In Sekiro jetzt wieder so, weiß ich nicht, ob das Spiel irgendwie cool ist oder nicht. Ich find's eher nicht so cool. Und ich verstehe nicht, warum die Leute es cool finden. Weil es halt einfach eigentlich nicht so cool ist. Es hat halt diese From-Software-Fehler und die immer wieder mal in den From-Software-Spielen auftreten. Und das in einem Spiel, das noch präziser sein will. Und ich weiß nicht, ob ich das cool finde, weil ich kann halt da nicht so drüber hinweggucken, wie manche andere vielleicht, und das nicht wahrnehmen oder ignorieren. Mich ärgert sowas dann halt. Sich da gedrückt halten vielleicht, dass wenn der Erste mich irgendwie trifft, dass ich dann trotzdem irgendwie den Block hinkrieg. Sagen ständig alle, dass ich zu passiv spielen würde, aber... Was soll ich denn machen? Ich muss doch zwischendurch saufen und dann muss ich weg und trinken. Dafür muss ich ausweichen und weglaufen. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Ich spiele schon wesentlich aggressiver, als ich am Anfang gespielt habe.
So, und jetzt habe ich zum Beispiel, ist ja unten meine Ausdauerleiste voll. Dann muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass sie wieder runtergeht, damit ich nicht von ihm kritisch getroffen werden kann. Dann muss ich ja weggehen und mein Schwert hochhalten. Also das ganze Spiel hat mir das... Wurden mir solche Sachen erklärt. Nicht 10 Sekunden warten. Ja, aber meine Ausdauerleiste soll ja auch wieder runtergehen. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. So, jetzt hier, Ausdauerleiste runtergehen lassen. Ja, und dann will ich, dann trinke ich und drück danach parieren, aber... Their will must be obeyed. Yet, I'm sensing some insubordination. Bei Perfekten, ja, das weiß ich auch, aber... Dass sie nicht bricht, selbst wenn sie voll ist, die Leiste. Da hätte ich jetzt wieder ausweichen müssen, nach hinten. Weggehen müssen, weil... meine Ausdauerleiste voll war und er mir die Haltung gebrochen hat. Aber die Trinkanimation, die kann man sehr früh abbrechen. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. So, das war jetzt wieder gutes Timing, wo er da von oben kommt. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, ich hätte viel weiter von ihm weg müssen, weil ich volle Ausdauer hatte, wenig Leben hatte, hätte ich ja jetzt weggehen müssen. Da hätte ich doch jetzt weggehen müssen. Sehr gut. Warum kann ich so früh drücken und krieg einen perfekten Block an manchen Stellen? Ach, fuck off. No more than
Solange du perfekt parierst, ja. Das klappt ja auch jedes Mal. Genauso wie es jedes Mal klappt, sich an den anzuschleichen. Und es dann nie Momente gibt, die seltsam sind. Why, boy? Oh, halt die Fresse. Enough talk. Been a while since we did. Give me your all. Schon wieder probiert. Reset. Warum kann ich so früh drücken und krieg da einen perfekten Block? Verstehe das nicht, das Timing und alles. Wieder einer mit seltsamen Timings. Kannst ja blocken, spammen. Ja, eben nicht. Das ist Blödsinn. Das habe ich schon probiert. Er trifft mich dann zwischen den Spams. Er trifft mich zwischen den Spams teilweise. Eben doch, nein, eben nicht. Das ist Quatsch. Das mache ich doch die ganze Zeit immer wieder. Das habe ich am Anfang die ganze Zeit gemacht. Und dann hat er mich zwischen den Spams teilweise voll getroffen. Ich muss ihn jetzt besiegen, ne? Sonst geht's nicht weiter im Spiel, oder? Ist noch irgendwas anderes offen?
Such a miserable display. Dem Bike treu bleiben. Why, Minibosse, ja, da bin ich eben, da weiß ich nicht. Sind noch Minibosse offen? Keine Why Ahnung. Can't you understand? Enough talk. Been a while since we did this. Give me all! Orin. Their will must be obeyed. Yet, I'm sensing some insubordination. Wer ist Orin? Ich finde das voll dumm, das zu spammen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also, das finde ich dann auch irgendwie doof. Scheiße, die. Okay, ja. Und sonst? Noch irgendwer? Nee, ne? War das nicht hier? Nee. Hey, wo waren das? Das war doch im versunkenen Tal, oder nicht? Ist das nicht irgendwie Mühle? Irgendwas mit Mühle? Ah, da, Wassermühle. Ja, danke, Sepp. Mittlerweile habe ich auch die ganzen Dinger verbraucht, ne? Diese, ich dachte, ich habe davon genug, aber irgendwie nicht. Oh, you too. How dare you hide Lord Sansa from me? Das ist ein Sprung. Ich hab halt A gespammt. Meine Haltung war doch noch nicht gebrochen, oder? Ja, ich habe A gespammt, tatsächlich. Aber der gute Wolf meinte, er muss stehen bleiben und Angst haben. Keine Ahnung, warum. Ich habe gespammt übrigens, nur so als Info.
weil das ja als OP-Tipp hier gerade im Chat gesagt wurde. Das stimmt, das war auch in den YouTube-Kommentaren tatsächlich ein Tipp mit dem zweimal A drücken in der Luft. Danke für den Hinweis an dieser Stelle nochmal, Raraf. Das habe ich komplett vergessen. Ich spam halt A, ne? Ich spamme es. Aber er hat irgendwie Schiss und kann sich dann nicht mehr bewegen oder sowas. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen angenehmer als der Boy da oben. Aber diese Unsichtbarkeit, boah, ja, schon wieder seltsames Zeug. Nein, ich will nichts mit dir. Ich will dich abstechen, Mann. You hide Lord Sakuza from me! Hoppla, das wollte ich nicht. Ah, wie ist das passiert? Das ging ja schnell jetzt. Okay, nice. Haben wir noch irgendeinen Miniboss? Habe ich noch irgendeinen Miniboss stehen lassen? Mönchstempel und Richtung Gunford, stimmt. Ja. Dann habe ich noch einen Drink mehr, aber das hat mir jetzt ja bei dem Kumpel auch nicht wirklich was gebracht. Ach, meine Güte. Nee. Nicht einen Drink. Was kriege ich dann? Mit vier, dann habe ich mehr Leben, ne? Oder? Mit vier Gebetsperlen. Weil die müssten mir ja alle eine Gebetsperle jeweils droppen.
Mehr AP und Haltung. Ja, das würde natürlich schon ein bisschen helfen, ne? Ein kleines bisschen. Das wollte ich eigentlich gerade nicht, aber egal. Oh, Lord Sakazai, if you won't come to me, at least instead. Drück direkt danach verteidigen. Der Säuferboss der Affen um sich rum hatte. Ah ja, stimmt. Ach, scheiße, ich wollte jetzt gerade Kügelchen schlucken. Ja, und den Reis gibt's ja auch noch, stimmt. Was macht der Reis nochmal? Irgendwie aus, irgendeine Heilung. Irgendeine wilde Heilung. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Wo ist er denn da, Reis? Schrittweise für... kurze Zeit Vitalität wieder her. Selbst bei nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenblutes für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll, er stellt nicht. Und dann wird süßer, je mehr man davon isst. Naja, okay. Die Kügelchen und Steroids. Okay. How dare you hide Lord Sakuza from me? All right. Ich drücke doch! Mann, nimm dein Schwert hoch, wenn ich drücke! Verdammte Axt!
Alle, die auf YouTube eingeschaltet haben, vielen Dank. Schön, dass ihr mich immer noch bei diesem Affentheater begleitet. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr dieses Video guckt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Haut rein.